Das Rennen wird wieder aufgenommen und Alex Money ist also der Nächste, den wir uns hier anschauen nach langer Pause. Großes Talent, das wissen wir, mit dem 10. Platz in der Abfahrt in Wengen, 11. Platz in Kitzbühel gewesen. Und das, obwohl er jetzt gerade erstmal auf seiner 17. Abfahrt überhaupt startet mit seinen 23 Jahren. Also da zaubern die Schweizer ja den Nächsten raus. Norwegen und Schweiz zieht einen nach dem anderen aus dem Zylinder. Und das ist das, wo ja, Österreich und Deutschland wirklich davon träumen. Das, weil, Fritz, wir wissen auch, was im Europacup da und im Juniorenbereich anmarschiert. Das ist unglaublich, Schweiz und Norwegen. Schweiz und Norwegen definitiv, auch in der breiten Masse. DSV denkt da auch eben an Andreas Ertl als Verantwortlicher oder auch Bernie Huber, die versuchen unter Hochdruck eben auch die nächsten Talente zu formen. Und es kommen wieder gute Junge nach, braucht eben nochmal ein bisschen Zeit. Ja, natürlich. Also da kann nicht übers Knie gebrochen werden, das ist klar. Alex Money ist so einer, den wir jetzt in den Top 20 langsam begrüßen werden. Für ihn geht es jetzt letztendlich darum, hier möglichst gut sich zu platzieren, um vielleicht noch beim Weltcup-Finale dabei zu sein. Finale nochmal Punkte sammeln, nochmal weiter in der Startliste nach vorne kommen und dann nächstes Jahr wesentlich früher starten zu können. Das wäre so ein bisschen das Ziel. Moment, oi, oi, oi. Nein. Die zweite Schrecksekunde und das zweite Mal, Gott sei Dank, haben wir hier den Schutzengel Espen. Hast du den Einschlag sehen? Und der Airbag ist aufgegangen, siehst du das? Ah, ja. Aber eine Frage, nicht alle Athleten sind mit Airbag unterwegs, aber wer kann? Und jetzt heißt es erstmal, Luft anhalten. Das war ein satter Einschlag an einer denkbar ungünstigen Stelle. Und wie du davor richtig gesagt hast, eben Sturzräume sehr, sehr eng neben der Piste auch. Da darfst du dir keinen Fehler erlauben. Ja. Der steht sogar. So, ich schaue auf der rechten Seite die Medienbetreuerin. Er läuft. Ja, zwar etwas unrund, aber das ist das, was der Athlet immer so probiert und sagt, es tut zwar alles weh, schauen wir nochmal, was passiert, aber es funktioniert noch alles. Verschnitten, Ski greift und dann ja wirklich, also ungünstiger kann man ja gar nicht in einen Zaun hineinrutschen und trotzdem ging das gut. Genau, weil er eben nicht mehr gewusst hat, wann kommt der Einschlag. Also er konnte sich nicht mehr darauf vorbereiten, weil es ihn so verdreht hat. Er ist mit dem Rücken in das Netz rein. Jetzt erstmal warten. So eine Eigenheit in Nordamerika, also in Kanada und in den USA, dass jetzt diese Pisten- und Streckenarbeiter nicht zum, also die dürfen zwar zum Athleten hin, aber sie dürfen keinen Körperkontakt mit ihm haben. Das darf dann letztendlich nur der Arzt des Skigebietes. Die Betreuer des Schweizer Skiverbandes werden dann auch sehr schnell da sein. So, und es geht das gleiche Prozedere wieder von neuem los. Wieder B-Netze müssen aufgestellt werden. Wird wieder ein bisschen Zeit. Gott sei Dank die vielen Protektoren. Ja. Ja, einer der großen Protektorenhersteller, der hat übrigens diese Villa, die da unten steht, rechts neben dem Ziel. Gott sei Dank ist diese Arbeit geleistet. Diese Protektoren, die unter den Anzügen teilweise getragen werden müssen. Rückenprotektor, Helm, das ist ja verpflichtend. Alles andere ist dann freiwillig. Urs Lehmann ist auch mit vor Ort. Ja, weiß, das ist ein wilder Sport. Im Gespräch mit Walter Reusser. Ja, tauschen sich aus, eben wie du davor. Deutet sich mal zumindest aufs rechte Knie. Tom Stauffer schon bei ihm. Ja. Diskutieren jetzt. Der legendäre Cheftrainer der Schweiz, um den ja Urs Lehmann, der Präsident des Schweizer Skiverbandes, den wir unten gesehen haben, 7 Jahre gekämpft hat, dass er endlich da ist. Abwinken, der fährt selber. Ja, okay. Kommen wir nach oben. Also der fährt selber runter, es wird keine Bergung geben.